ein paar Tagen haben wir uns ja angeguckt, jeder Lehrer ist so Teil 2, hatten aber Teil 1 komplett vergessen. Das gönnen wir uns jetzt mal hier, direkt von Lidiro. Let's go! Man hört euch bis ins Lehrerzimmer. Jeder Lehrer ist so. Herr Müller, können Sie mir bitte die Aufgabe 2 nochmal erklären? Aber natürlich, die mache ich gerne. Was verstehst du hier nicht? Das? Mhm. Oh, guck mal, diese zwei Striche sollen sich... Oh Gott, oh nein! Das kenne ich auch. Somebody. Aber ich meinte eigentlich eine ganz andere Situation. Und zwar, wenn der Lehrer zu dir kommt, weil du es nicht verstanden hast oder so. Und er kommt und er erklärt dir das nochmal. Aber du hast es, er erklärt es halt einfach nochmal exakt gleich. Und du sitzt da so, und tust so, als, ja, jetzt verstehe ich es. Junge, so oft passiert. Dass man sich nicht die Blöße geben will, ihm zu sagen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Hör doch auf, das immer gleich zu erklären. Sorry. Ich? Herr Müller, ich glaube, Sie haben da was falsch geschrieben. Das zweite Wort. Ach, du kleiner, weitsichtiger Scheiße. Haben Sie gerade irgendwas gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass du vollkommen recht hast. Aber diesen Fehler habe ich absichtlich gemacht, um zu sehen, wie gut ihr aufpasst. So gesagt, ein Aufmerksamkeitstest. Ja. Aha, alles klar. Nur ein Aufmerksamkeitstest. Sehr schön, Lina. Na warte, ich weiß, wo du wohnst. Jeder Lehrer ist so... Also, da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, Kinder, ich werde euch jetzt ein paar kurze Sätze vorlesen, die ihr euch in euer Heft notieren sollt. Und keine Panik, ich werde selbstverständlich auf alle Schüler Rücksicht nehmen. Nein, seid bist ihr alle du bereit? Nicht! Ey, oder wenn man so in Anführungszeichen langsam war, weil man vielleicht abgelenkt war, dass der Lehrer irgendwas auf die Tafel schreibt. Er schreibt und schreibt, aber dann muss er was, weil die Tafel voll ist, schon wieder hinten wegwischen. Und man ist aber trotzdem noch nicht so weit, dass er das wegwischt oder die Tafel dreht und du bist noch eigentlich nicht so weit. Und man sagt dann, ja, Herr Lehrer, ich bin noch nicht so weit, lassen Sie das noch kurz. Dann sagt er, ja, du kannst das doch bei deinem Nebenmann oder so abschreiben. Wo ich mir denke, Alter, warte doch kurz. Und seid ihr alle fertig? Ja, klar. Ja. Jeder Lehrer ist so. Und die Hausaufgaben wird uns, Oh nein. Diese Situation, ich weiß nicht, ob ich schon mal... Doch, ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich war ja, also... Ich war ja nicht der vorbildlichste Schüler. Und es könnte sein, dass ich doch eher träge war, wenn es darum geht, meine Hausaufgaben zu machen. Und manchmal ist man halt auf Risiko gegangen in der Schulzeit und hat sich nicht gemeldet, wenn der Lehrer gesagt hat, yo, wer hat alles die Hausaufgaben nicht? Dass man dann halt dachte, ja, okay, die prozentuale Chance, dass er mich dran nimmt, ist so gering beim Hausaufgabenchecken, geht das Risiko einfach ein. Und hat man sich natürlich nicht gemeldet. Aber dann während der Korrektur der Hausaufgaben war ich dann immer so nervös und dachte, bitte nehme ich nicht dran. Es fliegt einfach alles auf. Und das ist dann sogar noch peinlicher, wenn man dann zugibt, ja, ich habe doch nicht die Hausaufgaben. Ja, aber ich habe doch gefragt, wer die Hausaufgaben nicht hat. Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Ja, weil ich keinen Bock hatte. Weil ich durchkommen wollte ohne Hausaufgaben. Aha, Lina vorlesen. Na. Herr Müller, es gibt da so eine Sache. Ich musste gestern meiner Mutter helfen. Und deswegen konnte ich meine Hausaufgabe nicht zu Ende. Ein paar Tage später. Herr Müller, haben Sie eigentlich schon die Klassenarbeiten kontrolliert, die wir vor 2 Jahren geschrieben haben? Und danach haben Sie uns versprochen, dass wir sie innerhalb von 5 Tagen zurückbekommen. Och, Kinder. Wir Lehrer haben auch ein Privatleben und wir können nicht immer alles so machen, wie euch es am besten passt. Jeder Lehrer ist so. Gut, Kinder, ich muss euch mal kurz für 5 Minuten verlassen. Also bleibt bitte alle ruhig und leise auf euren Plätzen sitzen. Nee. Ich bin nie funktioniert. Gleich wieder da. Nie funktioniert. Junge, komplettes Chaos. Was für Money? Also ganz ehrlich.
Ach, das erinnert mich daran, als wir mal bei einer Freistunde unser Klassenzimmer in ein Fußballfeld verwandelt haben. Wir haben unsere Tische umgedreht, also auf den Boden gelegt, sodass wir praktisch so eine kleine Soccerhalle hatten. Weil wir hatten dann durch die Tische halt eine Bande. Und das Ganze ist dann halt aufgeflogen, weil der Lehrer, der im Nachbarzimmer Unterricht geführt hat, hat halt sich gewundert, warum plötzlich irgendwie die ganze Zeit Bälle durch das gegen die Wand fliegen. Naja, er hat gefragt, ob wir bescheuert sind. Aber hey, die halbe Stunde war mega cool. Was hat sie denn da hinten? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Momo irgend so ein richtig komischer Trend war? Also bei manchen YouTubern war das nur so ein Trend. Die haben dann irgend so ein Kram mit Momo gemacht, was ich mega verstörend fand. Ach, scheiß drauf. What? Ich wusste, dass sie alt sind, aber so. Das erinnert mich an den Moment, wo unser WIPO-Lehrer, Wirtschaft und Politik hatte ich damals, kurz rausgegangen ist, irgendwie was holen oder sonst was. Und er war relativ lange weg. Und ich habe mich dann halt gewundert. Ich saß sozusagen mit dem Rücken zur Tür, habe ein bisschen gekibbelt und habe dann in die Klasse gefragt, ey, weil er hieß Herr Franke. Und dann habe ich halt so gefragt, sag mal Leute, wo bleibt eigentlich Frankie Boy? Und in dem Moment geht die Tür auf, er hört alles, ist ja so peinlich. So, Kinder, wir erfüllen jetzt diese Aufgabe hier. Wenn Felix 5 grüne und 7 rote Äpfel hat und Anna genauso blond wie ihr Opa ist, wie alt ist denn die jüngste Cousine von Ferdinand? 15. 15 Blondinen. Apfelsaft. Für diese Aufgabe habt ihr jetzt 10 Minuten Zeit. Danach werde ich alle Arbeiten einsammeln und bewerten. Aber was? Herr Müller! Gab's sowas bei euch? Bei uns gab's nie so spontane Sachen. Also nicht auch dann irgendwie was... 10 Minuten sind mehr als genügend. Und übrigens, ihr könnt ein paar Zusatzpunkte sammeln, wenn ihr anhand dieser Aufgabe die Geschwindigkeit eines Flugzeuges bestimmt. Lehrer ist so. Oh nein. Oh oh. Wer hat verdammt nochmal sein Handy angelassen? Na wartet, wenn ich denjenigen finde, dann... Richtig reinstecken! Habt ihr mich verstanden? Hilfe? Herr Müller, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, dass die Musik aus Ihrer Tasche kommt. Oh. Läuft bei ihm, iPhone. Ja, das ist ein sehr wichtiger Anruf, den ich nicht verpassen darf. Jeder Lehrer ist so. Na endlich! Der Lehrer beendet den Unterricht. Der Lehrer beendet den Unterricht. Ich wusste es. Okay. Ihr könnt jetzt gehen. Jeder Lehrer ist so. Ja, ist so, Kinder, bei mir im Unterricht dürft ihr nicht nur euer Handy benutzen und Kaugummi kauen, sondern auch zu spät kommen oder gar nicht kommen, wenn ihr keinen Bock auf Schule habt. Und ja, wenn ihr auf Toilette wollt, dann geht einfach ohne zu fragen. Bei mir ist nichts verboten. Sowas gab's nicht. Lernen. Lina? 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 Lina, hast du schon wieder im Unterricht geschlafen? Ja. Verdammt, das war nur ein Traum. Und in Wirklichkeit sieht das eher so aus. Okay, Lina, ich trage dir eine 6 ein. Erstmal mit Bleistift, nicht kippeln. Und komm erst dann wieder, wenn du dich kippeln nehmen kannst, oh, was in der Klausur drankommt. Hab ich immer geliebt. Alles, oh, ich hab so gerne gekippelt. Wie ihr das nächste Schuljahr schaffen wollt. Was sagt man, wenn man zu spät kommt? Ich gebe dir jetzt die schlechtere Note, damit du dich das nächste Mal... Aber danach hat man auch nie mehr so einen Stuhl, mit dem man kippeln kann. Mit dem Stuhl hier kann ich nicht kippeln. Das funktioniert nicht. Weil wir anstrengst. Du hättest ja auch in der Pause gehen können. Das ist der Stoff aus der 2. Klasse. Und dabei habe ich schon großzügig benotet. Ich kann auch warten. Dann machen wir eben in der Pause weiter. Du wirst nicht sterben, wenn du eine Stunde mal nichts trinkst. Gleich setze ich euch auseinander.
miteinander. Ihr lernt nicht für mich, ihr lernt für euch. Wer schnipst, wird nicht drangenommen. Das stimmt allerdings. Das muss man sagen, dieser Satz stimmt schon ganz gut. Und was für ein Lehrer hast du? Schreib es unten in die Kommentare. Ei, 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 ei. Freaking Lehrer.